Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Unravel weiter. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass wir beim letzten Mal den allerletzten Level des Spiels spielen würden. Wäre aber zugegebenermaßen ein ziemlich freudloser und trauriger Level gewesen. Jetzt hat sich irgendwie... Also, wir waren ja auf diesem Friedhof unterwegs. Wir haben mitbekommen, wie diese Familie eben um ja ihren verstorbenen Ehemann, Vater, wie auch immer, getrauert hat. Und... Wir waren auf diesem Friedhof unterwegs, haben diese Szenerie mitbekommen und wir hatten eigentlich die feste Absicht, diesen einen fehlenden Anhänger, den er jetzt übrigens in der Hand hält, oder? Er hat doch da was in der Hand. Oder stelle ich mich jetzt gerade zu doof an? Das hatte er doch vorher nicht, so eine große Patschehand. Nee, ich glaube, er hat's in der Hand. Ja, wir haben diesen einen Anstecker gefunden, der eine, der fehlende. Ich nehme an, die andere Hälfte des Herzens, die ja eigentlich noch gefehlt hat. Und es sah nicht so gut aus, weil irgendwie sah es eher so aus, als hätten wir uns ebenfalls auf dem Friedhof zur Ruhe betten lassen. Aber dann wurden wir auf wundersame Art und Weise gerettet von einer menschlichen Person. Und jetzt sind wir hier wieder erwacht. Was uns hier und im Folgenden jetzt erwartet, das schauen wir uns einfach mal an. Sieht ja erstmal ganz nett aus. Nettes, kleines, frühlingshaftes Szenario. Oh, was zum Teufel? Okay, das ist neu. Ich kann mich an Leuchtedingern festhalten. Wow. Okay. Muss man ja erstmal wissen, ne? Muss man erstmal inne wissen, in der Tat. Und es kommt darauf an, von welcher Seite aus ich die angrapsche. Je nachdem befördern die mich halt hierhin oder dorthin. Oder ich werde hier echt noch jämmerlich krepieren. Wollte ich mir das sagen? Das ist so ein schöner Level. Ich will hier nicht sterben. Vielleicht kann man das verstehen. Ob es hier wieder Geheimnisse gibt? Im letzten Level... gab's ja eher keine, wenn ich diese Vermutung jetzt einfach mal äußern dürfte. Und deswegen hoffe und denke ich, dass ich da nichts verpasst habe. Aber wie es halt hier ist, das weiß ich nicht. Oh, hier sind so viele von diesen Leuchtedingern. Da wird mir total wuschig. Da könnte eigentlich wieder überall was sein. Aber vielleicht sollte ich mich gar nicht so wuschig machen lassen. Und das Ganze einfach mal getrost mit wohliger Neugier weiter beobachten. Aber mir nicht so viele Gedanken über den ganzen Kram machen. So, flupp, flupp, obwohl es so einfach wäre. Sieht echt irgendwie... Ja, also... Das sieht schon alles echt hübsch aus. Ja, da weiß man eben nicht, soll man eher in der Luft bleiben oder soll man sich das eher alles oben angucken oder so? Bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, was ich von der ganzen Sache hier halten soll. Moment, das hier sieht zum Beispiel interessant aus. Wow. Wisst ihr, was ich meine? Warum geht's hier so hoch? Warum zum Teufel ging es dort so hoch? Das wird doch einen Grund haben. Die Dinger sind doch nicht umsonst so angeordnet. Ich will alles haben. So. Aber... In welchem Rhythmus kommen die Dinger eigentlich zurück? Kommen die überhaupt zurück? Doch, die kommen zurück. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier auf der linken Seite alle weggemacht habe. Wenn auch sehr... unabsichtlich. Hier ist nichts. Auch wenn da oben immer noch so ein Dings da ist, würde ich da furchtbar gerne einfach hinkommen möchte. Oh, ich hab Puh. Wow. Nicht einfach. Überhaupt gar nicht. Vor allem, wenn man dann immer unvermittelt ein bisschen die Richtung wechselt, weil man nicht so schwingt, wie man es gerne hätte. Huiuiui. Hihi. Haha. Okay. Einfach hier immer weiter nach oben. Einfach.
Ich glaube, ich habe es gesehen. Da oben in der Baumkrone ist tatsächlich ein Geheimnis. Ich glaube, ich bin der Meinung, es gesehen zu haben. Komm, 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 komm. Oh, es ist, wow, es ist echt nicht einfach. Wow, oh Mann, und dann schwingt er immer so dämlich. Komm, alles ganz gut, alles ganz... Oh. Jetzt wollen die das aber auch noch mal wissen hier. So, hier, da, zack, zack. Ich seh's. Jetzt muss ich nur rankommen. Okay, Moment. Ja, und ich hab's. Wow. Fließend. Du hast eine Trophäe erhalten. Aha. Für was war das jetzt? Vielleicht fürs lange in der Luft bleiben oder so. Wäre zumindest nicht weiter verwunderlich. Die interessante Frage ist, war das jetzt das erste Geheimnis? Oder war das schon das 20. Nix. Erstmal unten bleiben und gucken. Sehr viele Blümchen. Sehr wenig Bienchen. Alles in Ordnung hier. Sind alle Geheimnisse hier in diesem Level so versteckt? Ich hoffe nicht. So, flupp. Ah, ich hab's doch gesehen. Ich wollte doch nicht da oben. Du musst doch weiter, Po. Du kleiner, süßer Volktypi, du. Sehr spannend, oder? Wenn man im Endeffekt eigentlich nur den Schluss des Spiels sehen möchte und dann hier diesem Typen dabei zuguckt, wie er die ganze Zeit an diesen Leuchtdingern hier verzweifelt. Herrlich. Ja. So macht ein Let's Play Spaß. Ja. Aber ich will's halt sehen. Ach, das ist immer so das Schlimme. In meinen Let's Plays, ich denke immer nur an mich und nicht an den Zuschauer. Das ist sehr egoistisch. Und ich sollte mich diesbezüglich auch schämen. Aber mache ich tatsächlich nur bedingt. Okay. Sieht sehr, sehr interessant aus. Ich habe es schon wieder gesehen. Ich habe es gesehen. Da ist das zweite Geheimnis. Das zweite, das 200. Das, ja, wir wissen es nicht genau. Und eigentlich sind die Dinger auch extrem nett angeordnet, um da in der Theorie irgendwie, zumindest in der Theorie irgendwie hinzukommen. In der Praxis ist es leider doch nicht so einfach. Aber ich verstehe das schon, so wie die angeordnet sind. Das ergibt schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise mag das durchaus Sinn ergeben. Komm. Ey, du sollst einfach nur hoch. Wonach richtet sich das überhaupt, wie er Tempo aufnimmt? Ich meine, es ist besser, nah an so einer Kugel dran zu sein, wenn er den Faden spinnt. Oder ist es besser, ein bisschen weiter weg zu sein? So, jetzt aber. Zack. Und, ey, komm. Ich war doch eigentlich jetzt... Ich bin doch eigentlich schon dran. Ey. Na also, geh doch. Wow. Dankeschön. So. Es werden jetzt noch einige Dinger so versteckt sein. Ich hab keinen Schimmer. Hilfe? Nee. Gut. Zumindest kann man in diesem Moment hier nicht sterben. Das ist sehr, sehr nett von dir, Spiel. Ich möchte mich fast bei dir dafür bedanken. Naja, immer schön oben gucken und so weiter, wo es vielleicht mal wieder noch ein bisschen weiter nach oben geht. Ich meine, das wird auch alles hier nicht wieder, wow, so gänzlich unbeabsichtigt so hier sein. Aber es scheint erstmal nichts weiter zu sein, also es geht nicht weiter nach oben. Das meine ich damit. Und hier eigentlich auch nicht. Einem roten Punkt nach dem... Ah, hier geht's aber weiter nach oben. Ja. Hi. Ja, ich seh's. Ja, ich hab's. Okay. 3. Das heißt, wenn sich das bisherige Muster fortsetzt, dann fehlen mir noch 2. Dann fehlen mir noch 2. Hilfe! Kurz gucken. 1. Ein kleines Boot.
Ein kleines Boot, ein kleines Boot. Es fällt ein bisschen schwer, die Szenerie zu genießen, oder? Wenn ich so unfassbar nach diesen Dingern suche. Das tut mir wirklich in der Seele weh. Ach Mann. Aber jetzt habe ich ein bisschen Blut geleckt. Mein Gott. Ich hatte mir schließlich auch die Mühe gemacht, die anderen Geheimnisse zu sammeln in dem Spiel. Da werde ich jetzt hier auf den letzten Metern doch in diesem Level das dann auch nochmal machen dürfen. Ich glaube, ich sehe es doch auch schon. Da ist es doch schon. Da ist es doch schon. Okay, wir haben alles. Unter jeden Stein geschaut. Du hast eine Trophäe erhalten. Wir haben sie alle. Na, 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 na. Okay, gut. Und jetzt können wir Spiel genießen. Jetzt ist die Sucherei vorbei. Okay, ja, dann... Hui, hui. Dann reisen wir hier einfach mal weiter nach vorne. Diese Leuchtdinger wollen das ja so von uns. Und da betreten wir das Tor und tauchen ein in den Garten Eden, der das vielleicht tatsächlich ist oder vielleicht auch nicht. Erklimmen wir die Stufen der Freude, bekommen neues Garn und laufen zu irgendjemandem nach Hause? Hallo? Wo sind wir hier? Das waren ja alles Erinnerungen oder so, an denen wir uns hier fröhlich durch die Gegend geschwungen haben. Und sie haben uns, oder Seelen oder was auch immer, erneuert. Und sie haben uns geholfen, nach Hause zu kommen. Ja, wir haben quasi einmal eine Weltreise gemacht. Auf der anderen Seite hatten wir das Haus verlassen. Jetzt auf der Seite sind wir wieder reingekommen. Ja, Kinder, also passt doch mal auf. Jetzt mal ernsthaft und wirklich. Als ob das sein müsste. Ups. Nanu? Böses Kind. Hey. Na, wenigstens hat sie mich zurückgelegt und nicht zurückgeworfen. Das hat ein bisschen was von Toy Story. Und die letzte Erinnerung. Das letzte Stoffding. Womit das Liebe verschwindet. Nee, Liebe verbindet, wie ein Garnfaden. Ich konnte es nicht lesen, es ist automatisch. Danke, dass du Unravel gespielt hast. This game was made by... Aha. Der Abspann. Ich hätte jetzt trotzdem noch ganz gerne das letzte Kapitel irgendwie im Buch gelesen. Also ich hätte es vor allem gerne gelesen, was da gestanden hat. Ah, die ganzen Mitarbeiter des Spiels... Kann es sein? Die furchtbar gerne irgendwelche Ausflüge unternommen haben, um die ganzen Fotos zu schießen. Ja. Ja, das Spiel hatte wirklich schöne Musik. Das kann man so sagen. Also, dass das jetzt nochmal so hervorgehoben wurde, das ergibt schon durchaus Sinn. Ja. Ah, schau mal, eine guckt. Motion Capture. Das ist ja... Ja gut, aber die sahen ja auch wirklich sehr, sehr lebensecht aus, ne? Also die ganzen Figuren, die ganzen zwei, die wir gesehen haben. Nämlich die alte Frau und das Kind jetzt. Aber naja. Es ist ein sehr herzliches Spiel. Ich glaube, das kann man so festhalten. Irgendwie, es wirkt alles so verdammt familiär. EA helpt us. Ja, seht ihr, EA ist nicht immer schlimm und böse. Gewissermaßen. Da sie ja scheinbar die Publisher dieses Spiels sind. Da haben sie an eine Idee geglaubt. Und das, mehr oder weniger zu Recht. Wäre jetzt langsam aber sicher vielleicht mal Zeit für das Fazit von Unravel, ne? Ich hätte jetzt aber, wie gesagt, wirklich ganz gerne
Ich hoffe, wir haben die Möglichkeit, jetzt nochmal den Spielstand zu laden, damit wir uns das Ganze nochmal genauer angucken können dort im Haus. Muss ja jetzt hoffentlich irgendwas gebracht haben, dass ich die ganzen Geheimnisse da jetzt noch eingesammelt habe. Das würde ich mir zumindest schon noch ganz gerne ansehen, bevor ich ein endgültiges Fazit abgebe und mich dann mehr oder weniger gedanklich tatsächlich von dem Spiel verabschiede. Es waren da ja doch irgendwie noch ein paar mehr Leute dran beteiligt, als man so denken mag. Warum zum Teufel? Ich glaube, die Entstehungs- oder Entwicklungsphase von Unravel war aber auch verhältnismäßig lang für ein Indie-Spiel. Okay, naja, was heißt für ein Indie-Spiel, ne? Also, das Spiel hat ja jetzt auch einen gewissen Umfang, wobei, wenn man natürlich erstmal die ganzen Rätsel kennt und so, habe ich ja auch beim Suchen der Geheimnisse gemerkt, wenn man erstmal eigentlich weiß, wie es weitergeht, dann ist das Spiel schon extrem, also man kann so ein Level durchaus in knapp 10, 15 Minuten spielen. Und dann ist es halt keine halbe oder dreiviertel Stunde, wenn man irgendwo festhängt. Und bei knapp 10 oder 11 Leveln, joa, dann ist das vielleicht immer noch eine ganz okaye Spielzeit. Ja, da kommt dann wieder der böse Mensch in mir zum Vorschein, der da sagt, ist das Ganze dann 20 Euro wert oder nicht? Aber darum geht's ja im Endeffekt hier nicht, ne? Stattdessen sollte hier einfach es sollte hier an Emotionen appelliert werden. Ist es den Entwicklern jetzt gelungen oder nicht? Ich finde, wir sind jetzt also am Ende der Reise angelangt. Letztendlich ist ein Spiel zu entwickeln. Es ist so schön, dass man das nicht lesen kann. Was zum Teufel? Wie? Wo? Was? Hupedu! Fortfahren. Ich will den Scheiß jetzt langsam lesen. Mann, was sind das für Texte? Die haben irgendwie 10 Zeilen oder so und dann doch 2 Sekunden blättern wir um. Was soll denn das? So, hier. Diesel und Gräser. Ja, ja. Nee. Weiß ich doch alles. Zack, zack, zack. Hier. Kinder. Ja, ja. Hatten Spaß. Weiter, weiter, weiter. Los. Dop, 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 dop. Wir müssen doch hier jetzt endlich alles erfahren, was uns das Spiel noch so zu bieten hat. Es war wirklich eine lange Reise, wenn man das jetzt mal so im Schnelldurchgang sieht. Da haben wir ziemlich viel erlebt und so. Ich glaube, das kann man durchaus so festhalten. So, der Brief. Ja, ja, genau. Dann hier. Kinder, bla, Rost. So. Das letzte Blatt. Die Vergangenheit kann einem helfen, damit umzugehen. Sie kann einem Stärke und Trost geben. Wenn man sie aber nicht loslassen kann, kann sie einen herunterziehen. Ja, das sind, das trifft dann jetzt auch wieder mich. Erneuert. Jedes Ende verbirgt einen neuen Anfang. Das Leben schleudert uns umher, kann uns aber nur brechen, wenn wir es zulassen. Es ist immer einen Versuch wert, jedes Mal. Das ist ein schöner Abschlusssatz irgendwie. Ein sehr schöner Satz. Ja. Irgendwie geht's halt immer weiter im Leben. Und man kann auch immer versuchen, irgendwie noch etwas verhältnismäßig Positives herauszuziehen. Auch wenn es vielleicht manchmal sehr schwer fällt, das so in diesem oder jenem Moment zu glauben. Liebe verbindet wie ein Garnfaden. Aha, jetzt kommt die Erklärung des Spiels. Genau wie Garn können diese Verbindungen zerbrechlich sein oder durcheinander geraten. Wenn man sie jedoch behält und sich um sie kümmert, können sie jede Distanz überwinden. Danke, dass du Unravel gespielt hast. This game was made by und so weiter und so fort. So, ja, ja. Aber jetzt war zum Schluss auch noch ein Satz, wo die irgendwie so ein ganz kleines bisschen was gesagt haben. Das weiß ich ganz genau. So, bups, 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 bups. Na, na, na. Werden wir das Ende erreichen oder nicht? So dick kam mir das Buch gar nicht vor, als es da auf dem Tisch lag. Wir sind jetzt also am Ende der Reise angelangt. Letztendlich ist ein Spiel zu entwickeln genau das, eine Reise mit Höhen und Tiefen, Entdeckungen, Lektionen und vielen, vielen Schätzen, die man auf dem Weg findet. Für uns war es eine Reise wie keine andere.
Wir haben es geliebt, dieses Spiel zu machen und wir hoffen sehr, dass euch das Spielen Spaß gemacht hat. Naja, von der einen oder anderen Stelle mal abgesehen, okay. Von uns allen bei Coldwood, Dankeschön. Und da ist der kleine Freund. Der da irgendwo am Fluss sitzt. Tja. So, wir schauen uns trotzdem nochmal, es ist ja jetzt wieder tagsüber, wir schauen uns jetzt nochmal ein bisschen im Haus um und nebenbei versuchen wir uns nochmal also einen Fazit zu wagen. Unravel. Ich hatte im Vorfeld mit, ja, ich weiß nicht, mit was gerechnet. Also ja, ich wusste halt im Vorfeld auch, das soll irgendwie ein Spiel sein, in dem es um Emotionen geht und so. Und dass den Entwicklern auch irgendwie so eine Art Story wichtig ist oder so etwas ähnliches. Schlussendlich war ich dann überrascht, vor allem innerhalb der ersten Spielstunden, wie wenig Story es in Anführungszeichen dann eigentlich gab. Und wie erneuert. Das letzte Blatt erneuert. Sind die Bilder da hinten jetzt neu? Weiß ich nicht genau. Vielleicht sind die dazugekommen, vielleicht nicht. Vielleicht waren die auch schon vorher da. Ja, ich hatte also absolut keine Ahnung. Beziehungsweise ich hatte, ja, Ahnung habe ich verhältnismäßig selten. Ich hatte nicht damit gerechnet, in was für eine Richtung sich das Spiel entwickelt. Ich hatte wirklich eher irgendwie mit vor allen Dingen damit gerechnet, dass das Spiel mehr erzählt, mehr erklärt. Das, was man vor allem gesehen hat, waren schöne Bilder, waren Bilder, die einen zum Nachdenken anregen konnten, Bilder, die teilweise nicht so hundertprozentig eindeutig waren in dieser oder jener Situation. Man musste da vielleicht ein bisschen um die Ecke denken, um da irgendwie so etwas Ähnliches wie einen roten Faden zu finden. Schlussendlich, wenn man das Ganze jetzt mal so als Ganzes betrachtet, kann man es, glaube ich, nachvollziehen, was das Spiel so transportieren wollte. Ich finde, wie gesagt, in Kombination durch die Bilder und die Musik, das Spiel hat das eigentlich auch sehr schön gemacht. Es war aber trotzdem nicht so hundertprozentig das, was ich eigentlich gedacht hatte, was es werden würde. Ist das jetzt deswegen schlimm? Kann man halt so und so sehen. Irgendwie, ja, denkt man sich halt so, na gut, die Entwickler hätten ja auch einen vollkommen anderen Weg der Erzählstruktur gehen können. Aber Unravel ist jetzt nun mal so, wie es ist. Und so, wie es ist, ist es definitiv ein, ja, ein interessantes und vor allem jetzt zum Schluss hin auch wirklich positiv klingendes Abenteuer. Und, also es hat eine schöne Message jetzt einfach zum Schluss, finde ich. Trotz all dem, was man ja zwischenzeitlich auch für, ja, was man von Leid, Trauer und vielleicht auch Wut oder so gesehen hat, also, wie ich schon gesagt hatte, der eine Satz im Buch jetzt, das war eigentlich ein schöner Schlusssatz. Und ja, das war ein sehr interessantes, teilweise sehr frustrierendes, aber unterm Strich doch recht lohnenswertes Abenteuer. Ich fand das Spiel schön. Ich weiß nicht, ob ich nochmal 20 Euro dafür ausgeben würde, bin ich ganz ehrlich. Aber also ich finde jetzt nicht, dass ich meine Lebenszeit damit verschwendet habe. Es war wirklich schön, was man hier alles so, ja, der kleine rote Knufti ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Also das ist wirklich, das ist ein toller Typ, ja, ein toller kleiner Wolltyp, der den Widrigkeiten des Lebens getrotzt hat. Und ich finde, das ist etwas, was durchaus jedermann von uns in sein Leben mit adaptieren kann. Auch wenn ihr noch so klein und rot und knuffig seid, ihr könnt allen Gefahren da draußen trotzen und irgendetwas aus eurem Leben machen. Ich glaube, das ist, ja, das ist doch eine frohe Botschaft. Irgendwie. Na gut, dann soll es das jetzt tatsächlich mit Unravel gewesen sein. Ich weiß nicht genau, wann es mal wieder irgendwie so etwas verhältnismäßig Experimentelles auf meinem Kanal geben wird. Werde ich von meiner Lust und Laune wahrscheinlich abhängig machen. Und ja, ich bedanke mich bei allen Zuschauern, die diese Let's Play bis zum Schluss hin verfolgt haben. Tut mir leid, dass es ab und zu ein bisschen anstrengend war.
Das Spiel hat es mir mitunter aber auch nicht leicht gemacht. Ich sag für den Moment dann aber erstmal wieder tschö mit Ö. Würde mich freuen, euch bei anderen Projekten mal wiederzusehen und hoffentlich bis ganz, ganz bald.